Ein 22-Jähriger erleidet einen tödlichen Unfall nach dem Streit mit seiner Freundin. Es sind immer die schlimmsten Bilder eines Verkehrsunfalls, ein völlig zerstörtes Autowrack und ein Leichenwagen, der sich dem Unfallort nähert. In diesem Fall ist es die Fahrländer Chaussee, eine von Bäumen eingefasste Allee bei Potsdam. Der 22-jährige Unfallfahrer war hier Sonntagnacht mit seinem Audi S5 unterwegs. Zuvor befand er sich noch auf einer Party und geriet offenbar dort in einen Streit mit seiner Freundin. Der junge Mann setzte sich ins Auto, raste los, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Statt den erlaubten 70 soll der 22-Jährige mit 200 km/h gefahren sein. Dann verlor er in der Kurve die Kontrolle über den hochmotorisierten Sportwagen und raste in einen Baum. Der junge Mann war sofort tot. Die ungeheure Wucht des Aufpralls war ausreichend, um den massiven Baum zu entwurzeln. Er brach in zwei und die tonnenschwere Krone stürzte direkt auf das Fahrzeug. Die Feuerwehr musste erst den Baum zerlegen, um an das Opfer zu kommen. Freunde und Bekannte, die dem 22-Jährigen gefolgt waren, mussten das Schreckensszenario hilflos mit ansehen. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst betreut.